Hier sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Okay, ich glaube, hier ist so ein... Jetzt vielleicht ein finaler Raum. Hallo? Hier ist irgendwas ausgebrochen. Du hast nix. Da ist nix. Da ist nix. Das ist ja nicht so viel, was hier ist. Ja, ist ja gut mit den Geräuschen jetzt mal hier. Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein, nicht? So, und jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Anfang, ne? Ja, gleich. Okay, ja. Easy. Nach links geht's raus. Nach rechts geht's noch zu einem kleinen unentdeckten Stück. Ja, das war's hier. Okay. Dann müssen wir gleich nach links und geht's zum Ausgang. Damit haben wir das. Okay. Ach du dicker Arschloch. Wieso hat er das Meteoritenschwert genommen? Hier halt. Böser Geralt. So, da haben wir noch einen Ghoul. Da hast du deinen Ghoul. Muss ich auch noch selber darauf achten, dass der das richtige Schwert zieht, ja? Kann man das einstellen, dass wir automatisch das richtige Schwert ziehen? Ich glaube nicht, ne? Ja, war jetzt nicht so viel. War halt, glaube ich, ging. Ich weiß nicht. Das, wir haben wahrscheinlich jetzt irgendeiner Quest vorausgegriffen. Könnte ich mir vorstellen. Würde ich mal behaupten. Müssen wir nur noch den Questgeber dafür finden, damit wir die auch lösen können. Das habe ich genau gehört. Ich habe mir gerade ein paar Panikfresse gehauen. Das ist ganz schön mutig für so eine Trinke. Da hinten ist noch einer, aber den lasse ich mal. Der ist mir egal. Ertrunkene brauche ich nicht. Ich brauche tote Ertrunkene. Und wo geht's da hin? Nirgendwo hin wahrscheinlich, ne? Tempelbezirk, Ort der Macht. Hier hinten ist so ein Lagerfeuer. Da geht's hier noch irgendwo hin. Okay, warte mal. Dann muss ich den ja doch zermatschen. Aua. Da nicht, sondern noch ein weiter. Ich schaue jetzt durch. Ich will noch nicht auf meinen Punkt ertrunken finden.
Ach, noch einer. Geralt, angreifen. Nicht kurz, nicht glotzen. Ach ja. Ich glaube, der ist ausgewichen, oder? Hallo, fangen wir den nochmal ein jetzt, Mann. Wenn ich die Zeit verschwende. Ach, guck mal, wer da hinten rumlungert. Noch mehr Freunde. Hey, Friends. Geht das auf? Ja. Das ging vorhin nicht auf. Oh, ich glaube, Katze hat nachgelassen, oder? Nee, noch nicht. Ist anscheinend nur gerade etwas heller hier geworden. So viel Gehirne. Hallo? Jetzt. Okay. Dann haben wir auch gleich die ganze Connolly. Nachladepunkt? Was? Wie Nachladepunkt? Wohin nachladen? Vielleicht komme ich da raus aus Wikima. Da ist noch ein Ghoul. Nachladepunkt. Ort der Macht. Oh, ist aber ein großer Ghoul. Kann man dem ordentlich einen reinghoulen, wa? Das war ja nicht mal der Rede wert. Okay, gibt's hier was noch? Nix. Da hinten brennt noch eine Fackel. Beziehungsweise ist eine Feuerstelle. Hier, darf ich vorstellen? Der Nachladepunkt. Ein Ort der Macht und kein Nachladepunkt. Ach, das gehört zusammen. Okay. Ja, komm, ich nehme den mal mit, wenn ich gerade da bin. Ich glaube, wir können auch hier... gibt, glaube ich, einen Skill, Ritual des Lebens. Oh, hier kommen wir in den Sumpf. Ich dachte, hier steht einer. Hier kommen wir in den Sumpf. Hier können wir vielleicht einen ertrunkenen Toten finden. Oder einen Toten ertrunken. Ich glaube, es gibt auch noch irgendwie... Wir können noch Rituale erlernen, meine ich. Komme ich hier raus? Oder ist hier abgeschlossen? Abgeschlossen. Ach, verflixt. Muss ja den ganzen Weg wieder zurückgehen. Scheiße. Okay, aber hier kommen wir später in den Sumpf. Auf jeden Fall. Oder vom Sumpf wieder zurück. Eins von beiden. Muss ich nur mal gucken, wo ging es raus? Einfach geradeaus. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Dann können wir, glaube ich, an diesen Orten der Macht... Ich glaube, es gab auch das Ritual des Lebens oder der Regeneration oder sowas. Dann können wir an den Orten der Macht, glaube ich, auch Leben regenerieren oder sowas. Hier geht es nicht weiter, ne? Oder geht die jetzt auch... Ne, die geht jetzt nicht auf. Okay. Hat mich auch schwer gewundert. Gut, dann haben wir die Löwenkopfspinnenanhänger haben wir jetzt... abgehangen, sag ich mal. Damit haben wir das auch fertig. Lasst es regnen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie spät ist denn das? Weiß ich gar nicht. Oh, fast Abend auf jeden Fall. Das heißt, rein theoretisch... Das haben wir, ne? Ey, Belohnung für die Broschen, was? Ach so, genau. Im haarigen Bären. Ja. Ja, abends ist immer auch so eine Ansage. Das ist so relativ, ne? Ihr bringt nur Ärger. Ja, ich mach gerne Ärger. Wir haben was zu brauchen. Das war er, ne? Herr? Darf ich mich... Wie ihr wollt. Das kannst du haben.
Und den Rest nicht. 1200, ey. Boah. Alter, wir haben 50 Gehirne. Die müsste man eigentlich auch mal alle so langsam verkaufen. Ich glaube, also die wiederzubekommen ist nicht das größte Problem, was wir hier haben. Endlich eine solide Mahlzeit. Und hier? Tür zu Bockfleischhaus. Okay. Und die wird bewacht. Schreckliches Wetter. Das sag ich dir. Da sind ein paar Schurken. Dann lass uns mal gucken, ob Kollege... Verdammt, das wäre eine Missgeburt. Da ist... Scheibe, Kellnerin, irgendjemand neu, Boxfleisch. Nee. Sultan sozusagen. Hexer! Sultan Shivai. Schön, euch zu sehen. Ihr seid also in die Stadt gekommen? Für einen Hexer gibt es viel Arbeit in Vizima. Sieht so aus. Wie habt ihr es geschafft, reinzukommen? Garstige Anderlinge schaffen es immer, in die Häuser der Menschen zu schleichen. Da ist was dran. Hört zu, Sultan. Ich muss mit euch reden. Ja? Ich suche Arbeit. Ungeheuer bedrohen den Landungssteg im Sumpf. Alle beklagen sich darüber. Mit wem sollte ich reden, wenn ich die Gefahr beseitigen will? Am besten mit Leuwarden. Er ist gewöhnlich auf dem Deich, wo er das Be- und Entladen der Waren überwacht. Stimmt, daran kann ich auch, da kann ich auch noch hin. Danke, Sultan. Ja? Zum Deich. Wisst ihr etwas über Vivaldis Bank? Die gehört nur noch nominell Vivaldi. Wieso? Neue Besitzer. Menschen. Das erklärt so einiges. Wirklich? Wie geht es euch denn so? Habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt? Mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich. Unfruchtbarkeit, hohes Risiko, ständig unterwegs. Es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden wären. Wisst ihr, ich hab da so meine Zweifel. Fahrt fort. Ich habe sie einige Zeit nicht mehr gesehen und werde ein wenig eifersüchtig. Zwerginnen sind so begehrenswert. Ich schlage vor, wir gehen einheben. Und wenn das nicht hilft... Macht ihr euch über mich lustig? Das würde ich mir nie erlauben. Über so etwas macht man keine Witze. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch. Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos, den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme, herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zerro in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten. Da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität.
Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Danke, Sultan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war sehr philosophisch. Null Quest, sicherer Hafen, cool. Meine Nase juckt. Ja! Dann lass uns doch mal ein paar Sachen wegpacken. Verdammt, mach. Gucken wir mal. Das Buch kann ich verkaufen. Was haben wir hier? Alka Hest. Kunststoff für Tränke. Uff, das große Sortieren. So, das erstmal den Alkohol weg. Den Wein weg. Den Wein weg. Den Wein weg. Tafelwasser für Ausdauer. Was ist das? Eine Zuckerpuppe. Okay. Oh, du bist aber eine Zuckerpuppe. Okay, viel fressen. Das weg. Die Feuersteine behalte ich. Den Schmuck. Könnte ich an den Schmuckhändler verkaufen. Nierenfett für Klingelzüge. Komm weg. Bomben. Die mystische Paste kann auch jetzt nochmal Seite. Gänseschmalz. Wo war das Hundefett? Hier, ne? Hundeteil. Klingelzüge. Kann auch erstmal weg. Tränke, davon habe ich aber schon mal, ne? Schwalbe, Geisteröl, hier für Tränke, Alkohol, Tränke, ich habe 5 Sachen für Tränke, die sollte erstmal reichen, die Zuckerpuppe packe ich auch erstmal weg, Pulver für Bomben, Kunststoff, Tinkerzüge. Schneesturm. Steigert die Chance, Angriffe zu parieren oder ihn auszuweichen. Okay, unsere alchemistischen Zutaten quellen uns über. Wir können zwar gut stacken, aber ich habe jetzt schon sehr viele ertrunkenen Gehörne. Wieso sortiert er das hier nicht nebeneinander? Was soll denn der Scheiß? Was habe ich denn hier noch? Furchtbringerauge. Ornithosaurusauge. Albas Kristallen. Muss mal wieder gucken, was ich für Tränke machen kann, ne? Hoch des Jenseits. Spezielle Zutat. Alchemistisch. Speziell. So geht hier nicht. Okay, die Sachen würde ich dann wohl mal verkaufen wollen. Oder? Verkauft oder verschenkt werden? Ja, okay. Habe ich hier noch was Wertvolles dabei? Weißer Honig. Wie habe ich denn den da drinnen? Den brauche ich. Toxizität senken, so die brauche ich. Tafelwasser. Wie kann ich davon tragen? Nur 5, okay, dann weg damit. Oh, Essen. Ja, oh, ich glaube, ich bestelle morgen. Was gibt's denn? Hast du schon gesagt? Wenn ja, habe ich es vergessen. Wie lange hat das bei dir jetzt gebraucht? Ich finde das gar nicht mehr wieder, dass du das gesagt hast. Lachgummi kaputt repariert. Musik runter. Hundezunge. Ertrunkene Tote.
dunkel, Zeichen sind und so. Habe ich mir das eingebildet? Anscheinend. Oder ich überlese es. Keine Ahnung. Was gibt's denn? Was hier zu essen? So, das Buch kann ich verkaufen. Und die Sachen hier würde ich auch gerne verkaufen. Das weg, das weg, das weg, das, das und das. Darf ich nicht da? Den kann ich auch erstmal hier rüberschmeißen. Und ein paar alchemistische Zutaten, wovon ich echt viele habe. Zum Beispiel die ertrunkenen Gehörne. Aber ich packe die erstmal in eine Kiste. Ja komm, ich packe die erstmal in eine Kiste. Habe ich sonst noch etwas doppelt hier? Bumbo Nambo, Tomka Tofu und Wantan. Klingt asiatisch. Boah, waren wir bei unserer Weihnachtsfeier, Alter. Wir waren bei Asiaten schon wie viel essen. Oder war es ein Chinese? Ich habe keine Ahnung. Ich sag Asiaten den Oberbegriff, weil ich nicht weiß, was es war. Aber ich glaube, es war ein Chinese. War voll geil. Und auch richtig lecker. Wir haben auch einen, der hier liefert bei uns. Ja, wir haben nur einen. Ne? In Berlin gibt es wahrscheinlich 50. Wir haben hier einen, der liefert. Der ist aber so mittelmäßig. Also nicht so geil. Aber trotzdem essbar. Also nicht der Asiate, sondern sein Essen, logischerweise. So, jetzt lass mich mal ganz schnell gucken. Habe ich hier noch irgendwas doppelt jetzt? Ich glaube nicht. Davon habe ich... Ich habe 50 Todesstaub, woher auch immer. Aber sonst sehe ich keinen weiteren Todesstaub. Optima Mater. Phosphor habe ich noch gehört. Luna-Splitter. Okay, sonst habe ich doch nichts doppelt, ne? Purpurierte Perle. Ich sehe hier sonst nichts Doppeltes. Also wir haben sehr, sehr viel von allem. Rebus. Lager ich auch mal ein. Vitriol, Nigredo. Ablegen, Vitriol, Rubedo. Hinweg. Hier ist nur Vitriol. Hier ist auch nur Vitriol. Vitriol Albedo. Rebus, kann der weg. Rebus Rubedo. Rebus Nigredo. Weg. Rebus, kann der weg. Der sortiert das nach Farben, ne? So, wir Äther einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, Äther, Rubedo. Der kann weg, den behalte ich. Der kann auch weg. Das ist normales Apple. Vietnamese, okay. Aber der bietet alles an. Okay, gut. Ist wie bei uns quasi jeder Lieferdienst. Pizza, Döner, Cola. Alles viel zu teuer, aber voll geil. Wir haben leider nicht so viel Auswahl an Lieferdiensten. Das ist ein bisschen schade. Nicht mal McDonald's. Weißt du, das Geile ist, ich arbeite 6 Minuten Auto, mit dem Auto, ne? Durch die Stadt. 6 Minuten, da arbeite ich. Das ist ein paar Straßen weiter. Also es ist nicht weit. Nee, 6 Kilometer, Entschuldigung. Es ist nicht weit, es ist quasi noch hier oben, wo ich auch wohne, in dem Bereich hier. Und das Geile ist, zu mir auf Arbeit liefert McDonald's, aber nach Hause nicht. Und ich kann beim besten Willen nicht ausmachen, warum das jetzt so unterschiedlich ist, weil es ist so nah beieinander, aber sie tun es einfach nicht. Das ist echt schade, weil McDonald's ist eigentlich auch ganz geil. Big Tasty Bacon ist super. Aber gut. So, Quibis, Rubedo, kann der weg. Nigredo, mache ich die weg. Normal, okay. Ein bisschen Alchemie austauschen, ne? So, dann haben wir hier noch
Hydragenum. Hydragenum Nigredo. Nigredum Albedo. Kanin. Spezialsubstanz. Und Spezialsubstanz. Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen aussortiert. Das sollte eigentlich reichen. Heute gab es mal ausnahmsweise nichts zu kochen. Ich habe ja echt überlegt, ob wir was bestellen, aber ja, jetzt sitze ich hier. So, haben wir denn noch diese Quest für das Paket? Und wenn ja, welches war's? Aber das heißt Kartoffel, ne? Ja, ich muss Kohlmann von dem Päckchen berichten. Das mache ich doch glatt. Ey, Kohlemann. Einer deiner Käufer hat dein Paket geklaut. Wollt ihr was kaufen? Versteht keiner, oder? Call a Pizza? Habe ich schon mal von gehört, gibt's hier aber nicht. Ich bin schon froh, dass wir hier einen Domino's haben. Das ist schon gut. Call a Pizza habe ich immer unten. Also, ja, das ist voll merkwürdig, oder? Wir hatten sogar mal zwei McDonald's. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei. Wir haben einen, der hat jetzt neu gebaut, zweistöckig. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, die Bude haben sie ja abgerissen, weil wir zusammengelegt wurden. Und da steht jetzt ein zweistöckiger McDonald's. Der liefert bis zu mir auf Arbeit, aber nicht hierher. Und dann haben wir noch einen am Bahnhof. Der ist näher dran, der ist aber in der Innenstadt. Und der hat mal geliefert, hierher, und jetzt liefert er gar nicht mehr. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie den, glaube ich, zeitnah dicht machen werden, weil sie jetzt halt einen zweistöckigen neuen gebaut haben. Da waren wir letztens und haben uns hier einen Milchshake geholt, weil die Junior wollten einen Erdbeershake, weil wir sind, genau, als wir Weihnachtsbaum gekauft haben, da mussten wir davon vorbei und er hat ihn natürlich gesehen und, oh, ich will einen Erdbeershake. Und dann haben wir uns alle Shakes geholt. Also ist schon ganz geil da. Aber das ist auch, also manchmal versteht man das auch nicht. Ich finde auch bei Lieferdiensten ist die Cola so unendlich teuer, ne? Ja. Cola und wir haben auch einen geilen Burgerladen, der liefert. Burger Me. Ich glaube, den gibt es auch noch woanders. Das ist, glaube ich, auch eine etwas größere Kette. Mega geile Burger. Und die haben Fritz Cola, ne? Fritz Cola ist auch voll geil. Aber die haben 0,33. Und die kosten pro Flasche 3,08 Euro. Also 3 Euro, glaube ich, normal plus 8 Cent Pfand. Meine ich, waren das. 3,08 Euro für eine 0,33 Cola-Flasche, Alter. Tickt dir noch ganz sauber. Was ist mit denen, Alter? Alter, ich will gar nicht wissen, was die für eine Gewinnmarge machen. Das ist ja unnormal. Das musst du mal auf eine Kiste hochrechnen. Ich glaube, eine Kiste Fritz Cola 0,33 mit 24 Flaschen kostet, glaube ich, 25 Euro inklusive Pfand. Letztens war einer im Angebot, die hat 15 Euro gekostet. Die haben wir gekauft. Und dann überleg mal. Für 15 Euro kriegst du da 5 Flaschen. Ungefähr. 5 Flaschen. Und wir haben 24 gekriegt. Die müssen ja eine Gewinnmarge haben, die ist jenseits von Gut und Böse. Ich weiß, klar, die haben Lieferkosten. Ist okay. Die müssen ja herkommen, die liefern das ja. Da verstehe ich ja ein bisschen Preisaufschlag und dass das Essen auch ein bisschen teurer ist und so. Aber 3,08 Euro für eine Flasche Cola? Am Arsch, Kollege. Am Arsch. So, und jetzt hier Päckchen, ne? Ich hatte ein Päckchen für euch. Von Haaren. Ihr hattet es, aber... Die Stadtwache hat's mir abgenommen. Verflucht. Warum passiert sowas immer mir? Vielleicht können wir jemanden bestechen. Ihr seid nicht sauer? Stellt einfach nie wieder ein Päckchen für mich zu, ja? Adieu. Okay. Abgeschlossen, hast du getroffen? Das ist sehr gut. Da war noch kein neuer, ne? Wie ist denn das jetzt? 17:30 Uhr, ist noch nicht abends. Einmal ein Hund, das ist ganz toll. Was mach ich denn jetzt? Ich warte hier auf den Typen. Hier ist immer noch Schlägerei. Das ist ganz toll.
wir könnten jetzt einmal zum Deich gehen.